Heute zeige ich euch 10 Dinge in Forza Horizon 5, die ihr wahrscheinlich noch nicht wusstet. Als allererstes haben wir einen richtig geilen Trick, wie ihr den Verkehr komplett ausstellen könnt. Wer kennt's nicht, man will ein bisschen auf dem Highway rumrasen oder ein bisschen driften und down kommt irgendein Auto entgegen, man muss ausweichen und das Ganze wieder von vorne anfangen. Um das Ganze auszuschalten, müsst ihr hier unter Online und Horizon Open in ein Event gehen, warten bis es anfängt und danach direkt beenden und schon ist der Verkehr weg. Und wie ihr seht, wir fahren hier rum, weit und breit, kein Verkehr zu sehen, nice und easy. Falls ihr schon mal gefragt habt, warum der König Egesco bei manchen bis zu 530 km/h fahren kann, obwohl er normalerweise nur so an die 495 kommt, zeige ich euch jetzt, wie ihr das Ganze machen könnt. Und zwar müsst ihr dazu zu einem beliebigen Rennen hinfahren, dort Route erstellen drücken, fahrt ihr eine gewisse Route, am besten würde ich euch die Autobahn empfehlen, dann öffnet ihr den Blaupausen-Editor und drückt auf Route beenden. Und dann kommt ihr hier in dieses Menü, dann habt ihr quasi ein Custom Event erstellt und da müsst ihr jetzt hier unten auf Spielregeln gehen und eine Spielregel hinzufügen. Hier müssen wir als erstes Auslöser hinzufügen und dann hier dauerhaft, dann bei der zweiten Veranstaltung abgeschlossen. Hier müsst ihr dann einmal auf diese Weise vergleichen, ist gleich gleich und abgleichen mit wahr. Das heißt quasi, dass das, was wir jetzt gleich einstellen, das ganze Event über gilt. Und jetzt müssen wir hier beim dritten Punkt diese Aktion durchführen, Motor Drehmoment skalieren. Dann hier bei Spieler-ID müssen wir Spieler-ID 1 und dann hier beim Typ auswählen müssen wir Nummer auswählen. Und hier können wir jetzt eine Zahl zwischen 0 und 2 auswählen. Ich würde euch empfehlen, 2 auszuwählen. Damit könnt ihr dann zum Beispiel, wenn ihr das Event fahrt mit dem König der Gesku, bis zu 530 km/h fahren und ihr könnt das Ganze auch mit jedem anderen Auto machen und das wird dann nochmal deutlich schneller. Falls euch das Ganze aber zu kompliziert ist, habe ich euch hier ein Event verlinkt. Hier müsst ihr einfach nur den Freigabecode eingeben, könnt das Event starten und könnt so auch dann 530 mit dem König Egesco fahren. Der nächste Punkt ist, wie ihr den Fotomodus im Auto benutzen könnt. Dazu müsst ihr hier einfach ins Menü unter Online und dann Horizon Einzelspieler gehen, das ist ganz wichtig. Was ihr jetzt ganz einfach machen müsst, ist einfach 10 Sekunden stehen bleiben, dann ein kleines Stückchen rückwärts fahren und sofort zurückspulen. Dann seht ihr, habt ihr hier die Option Aufzeichnung ansehen, da klickt ihr einmal drauf und was ihr jetzt machen müsst, ist einmal hier auf Zurückspulen gehen, dann drückt ihr auf Play und dann müsst ihr ganz schnell auf den Fotomodus gehen und gleichzeitig RT gedrückt halten, das ist die Vorspultaste. Je nachdem, ob ihr mit dem Controller oder mit der Tastatur spielt, wird euch das hier unten rechts auch angezeigt, hier Vorspulen. Die Taste müsst ihr wie gesagt gleichzeitig drücken, wenn ihr in den Fotomodus geht und dann müsst ihr so schnell wie möglich ans Heck vom Auto. Dann werdet ihr sehen, dass nach kurzer Zeit das Auto zurückfährt und wie ihr seht, sind wir jetzt hier im Auto drin, können uns hier ein bisschen rumschauen. Zum Beispiel hier können wir uns das Lenkrad jetzt genauer anschauen. Wie man sieht, sind ja viele Details hier, zum Beispiel noch in der König Egesco einmal eingeblendet. Oder hier die Sitze, die sehen auch nice aus. Also können wir das ganze Auto von innen ansehen. Ist auf jeden Fall sehr nützlich, kann man ein paar geile Fotos mitmachen. Dann als nächstes haben wir einen kleinen Bug, wo wir uns 100.000 Meter in die Luft mit katapultieren können. Und zwar müssen wir dazu unter Creative Hub in das Horizon Super 7 und dort ein Event erstellen. Und da müsst ihr einfach den Blaupausen-Editor öffnen und dieses Teil hier raussuchen. Das ist wie so ein Trampolin. Und das müssen wir jetzt hier einmal unter das Auto platzieren, so dass es im Auto drin ist. Da müssen wir einfach wieder auf A drücken, können die Plattform jetzt ein bisschen bewegen und wieder mit A wieder bestätigen. Und das machen wir jetzt ganz oft immer A drücken, ein kleines bisschen bewegen und dann wieder neu platzieren. Und so öfter ihr das macht, so höher werdet ihr nachher fliegen, deswegen macht das ungefähr so 50 Mal, habe ich das jetzt hier gemacht. Und wenn wir fertig sind, müssen wir einfach den Blaupausen-Editor beenden und dann werdet ihr sehen, what the fuck, Alter, wo sind wir hier gelandet? Guck mal, wie hoch wir fliegen. Wir sind da ungefähr jetzt eine Minute in der Luft. Die Map ist auch ein bisschen verbuggt und können ein paar Barrel Rolls machen und dann geht's wieder runter. Boom. Eine weitere interessante Sache ist, wenn ihr in der Nähe von Tieren seid und denen einfach mal euren nicen Motorsound zeigen wollt, laufen sie einfach weg. Nicht weglaufen, das wird ohne einzigen Freunde. Aber das Interessante ist, wenn wir das Ganze mit einem Elektroauto machen, fliegen die Tiere auch weg. Für den nächsten Punkt braucht ihr den Peel P50, das ist nicht nur das langsamste Auto, sondern auch das kleinste und crazyste Auto. Und mit dem Wagen könnt ihr an Orte gelangen, wo ihr eigentlich nicht hinkommen solltet. Zum Beispiel hier am Stadion könnt ihr einfach hier durch diese Stelle durchfahren und kommt dadurch hinter das Stadion. Hier ist so ein schmaler Weg, wo ihr langfahren könnt, ist ganz geil, kann man geile Fotos machen. Oder hier zum Beispiel, wenn schmale Lücken zwischen Häusern sind, könnt ihr da durchfahren. Das ist zum Beispiel auch hier ein super Versteck, wenn ihr Hide and Seek spielen wollt oder einfach ein bisschen die Map erkunden. Da könnt ihr mit dem Auto ganz einfach an abgelegene Orte, wo sonst kein anderer hinkommen würde. Wer mein Video zu den 10 Tipps für Paluten in Forza Horizon 5 gesehen hat, der kennt den Punkt vielleicht schon. Aber wenn ich auf den Sack geht, dass ihr immer diese ganzen Klamotten in euren Realspins bekommt, könnt ihr euch hier einfach die ganzen Klamotten kaufen. Dann werdet ihr sehen, könnt ihr die Klamotten, die ihr gekauft habt, nicht mehr aus den Realspins bekommen. Und dadurch bekommt ihr dann viel mehr Credits und Autos aus den Realspins. Forza Horizon 5 hat zwar kein Feature, wo ihr irgendwie die Motorhaube und Innenteile des Autos speziell umfärben könnt, aber mit einem Trick ist das ganz einfach möglich. Und zwar wählt ihr euch dazu ganz einfach ein Auto aus, färbt es in der Farbe, in der ihr den Innenraum der Motorhaube
Motorhaube oder Innenraum des Autos haben wollt, dann geht ihr einfach auf Muster und Aufkleber anwenden, wählt ein Viereck aus, färbt es in der Farbe, in der ihr das Auto haben wollt und macht es so groß, wie ihr könnt. Und das musst du dann einfach nur auf jeder Seite des Autos einmal anwenden. Und wenn wir dann einmal hier das Auto jetzt öffnen, sehen wir, zack, ist der Motorraum gelb und der Innenraum gelb. Ich finde, das sieht ganz nice aus und so könnt ihr ganz einfach den Innenraum eures Autos umfärben. In Forza Horizon 5 wurde ja ein neues Feature hinzugefügt. Und zwar haben manche Autos die Option, dass man das Dach auf- und zumachen kann. Leider kann man dabei nicht fahren, aber es gibt einen kleinen Trick. Ich habe euch ja letztens schon mal einen Trick gezeigt, wie ihr das mit dem Fotomodus machen könnt. Aber es gibt noch eine andere Methode. Und zwar müsst ihr hier unter den Einstellungen, unter erweiterte Steuerung hier auf Anna, Telemetrie, TTS wechseln. Und hier müsst ihr das dann von Anna auf Telemetrie wechseln. Und was ihr jetzt ganz einfach machen müsst, ist hier einfach das Dach rauf oder runter fahren lassen und dann die Telemetrie öffnen. Das könnt ihr machen, indem ihr Steuerkreuz nach unten drückt. Und wenn ihr die Telemetrie öffnet, werdet ihr sehen, könnt ihr wieder fahren, weil vorher könnt ihr nicht fahren während der Animation, aber damit geht es sofort und dann könnt ihr einfach fahren mit der Dachanimation. Ich finde, das sieht mega geil aus, macht auch echt Bock, so damit rumzufahren. Frag mich aber, wieso das Feature nicht von Anfang an eigentlich im Game drin war. Kommen wir nun zum vorletzten Punkt und das hat auch wieder mit dem PP50 zu tun. Und zwar ist der PP50 der Wagen mit dem höchsten Skill-Multiplier. Und zwar hat er einen 9er Skill-Multiplikator, das hat kein anderes Auto. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, ist es ja so, wenn ein Skill-Song kommt, habt ihr einen 10er Multiplikator und mit dem Wagen habt ihr einfach Standard einen 9er. Und wenn ihr ein gutes Drift-Setup für den Wagen habt, könnt ihr einfach hier ein bisschen rumdriften und sehr schnell viele Skill-Punkte sammeln und die dann zum Beispiel in Super Wheelspins umwandeln. Für die letzte Sache brauchst du den Audi TT RS aus dem Jahr 2018. Der ist jetzt erst neu ins Spiel gekommen und zwar durch den Autopass, deswegen kann nicht jeder dieses Auto bekommen. Und was ihr jetzt ganz einfach machen müsst, ist hier unter Upgrade und Tuning unter Optik gehen und hier bei jedem einzelnen Teil hier das Audi-Teil einbauen. Und wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr bei der Frontstoßstange wieder auf das Standardteil umbauen und dann werdet ihr sehen, ist hier hinten einfach die Heckstoßstange weg. Ich finde das ziemlich cool, das gab es auch damals mal Need for Speed, so ein Bug. Und auch wenn wir jetzt aus der Garage raussehen, werden wir sehen, der Bug ist immer noch da, wir können damit rumfahren. Ich finde es ziemlich geil. Hier können wir den Fotomodus, können wir das Ganze mal genauer anschauen. Das ist das einzige Auto, wo es momentan mit funktioniert. Lasst gerne ein Like und Abo da, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt zu Forza Horizon 5. Und in diesem Video zeige ich dir 10 Autos an Forza Horizon 5, die du unbedingt ausprobieren musst.